denn hier los? Wolltest du mir nicht die Streichinstrumente zeigen? Ja, und ich habe auch etwas vorbereitet. Das ist ja ein... Ein Frosch. Aber das ist doch kein Streichinstrument. Nein, aber er hat etwas damit zu tun. Heute Streichinstrumente. Das hier sind unsere Streichinstrumente. Geige, Bratsche, das Cello und der Kontrabass. Wir beginnen mit dem kleinsten Instrument, die Geige. Ach ja, und das mit dem Frosch klären wir später. Es klingt wie ein Vogel. Da drinnen spielt Maxim auf seiner Geige und der erklärt uns jetzt, wie das geht. Hallo Maxim, die Mia möchte dich gerne etwas fragen. Wie entsteht eigentlich auf der Geige ein Ton? Ich habe hier einen Bogen mit Pferdehaaren. Mit dem streiche ich über die Saiten und die beginnen zu schwingen. Auf der Geige auch tief spielen? Da, glaube ich, gehen wir am besten zu unserem nächsten Instrument. Und wir schauen uns jetzt die Bratsche an. Aber das ist ja wieder eine Geige. Nein, nein, das ist eine Bratsche. Und was ist der Unterschied? Ja, das erklärt uns die Magosche. Die Bratsche ist etwas größer als eine Geige, deshalb klingt sie auch ein bisschen tiefer. Das klingt aber traurig. Ja, weil es tiefer klingt, muss es aber nicht trauriger klingen. Ich zeig dir ein noch tieferes Instrument. Du siehst schon, ja, das haut so nicht ganz hin, oder, Alexandre? Ja, das Cello wird zwischen den Knien gehalten, nicht unter dem Kinn. Auf der Seite hat das Cello einen Stachel, damit es beim Spielen nicht wegrutscht. Das Cello hat ja auch vier Seiten. Ja, genau wie bei der Geige und bei der Bratsche. Nur beim Cello sind sie etwas länger und dicker. Kannst du auch tief spielen? Ja, das kann ich dir zeigen. Und jetzt zeige ich dir unser größtes Streichinstrument. Das hier ist das größte Instrument, der Kontrabass. Wie der Name schon sagt, Bass heißt tief und Kontra heißt... Noch tiefer! Was macht denn ihr mit meinem Kontrabass? Ich zeig dir mir gerade unsere Streichinstrumente. Wird der Kontrabass etwa auch gestrichen? Aber klar, wie jedes Streichinstrument. Aber unser Bogen ist natürlich wie alles am Kontrabass ein bisschen größer. Den Kontrabass kann man auch zupfen. Das nennt man dann Pizzicato. Wie tief klingt der Kontrabass? Also das Cello würde hier aufhören. Aber der Kontrabass kann natürlich noch viel tiefer. Und Ingo,
Was kannst du damit anfangen? Ein Frosch. Das haben wir auch. Aha. Das sind jetzt alle Streichinstrumente, die wir im Orchester spielen. Je größer, desto tiefer. Der kommt wieder ins Schlagzeuglager, denn die Streicher haben ja ihren eigenen. Am Bogen. Genau. Wie hört es sich eigentlich an, wenn alle Streicher zusammenspielen? Das klingt sehr schön, manchmal sogar etwas lustig.